Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Blair Witch. In der letzten Folge haben wir... Ja, was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben eine Schiene gefunden, sind da ein Stück weiter zum Sägewerk gefahren und haben da... Wir müssen da ein Aggregat zum Laufen bringen. Und ich habe doch in der letzten Folge noch was eingesammelt hier ganz am Ende. Wo habe ich denn das? Ist das hier mit dabei? Nee. Foto einer Zeichnung? Nein. Memo eines Holzarbeiters. Was? Habe ich das schon? Ah ja, okay, das war das. Druckmesser, genau. Den haben wir und jetzt brauchen wir nur noch ein Ventil. Nicht wahr? Und das ist, glaube ich, bei B. Ich bin hier, Camp B. Wir sind in Camp A. Nee, Quatsch, wir sind dazwischen. Das heißt, wir müssten noch theoretisch noch weiter den Schienen folgen, oder? Du musst einfach nur den Schienen folgen, Mann. Also dann. Diese Geräusche sind so wunderschön. Wo ist der Hund? Bleib bloß bei mir. Wenn ich nervös bin, sing ich gern wie ein Stern. Camp B, hier muss ich hin, hier gehöre ich hin. Komm. Oh Mann, jetzt geht das wieder los. Ich wusste es. Hund, wo? Wo, Hund? Wo? Wo? Hund? Da! Hund, wo? Oh, fuck, voll nah dran. Wo ist der Hund? Da. Mir kannst du es nicht aufnehmen, Mann. Scheiß Hexe. Mach dich fertig mit meiner Taschenlampe, Junge. Aus dem Kaugummiautomaten. Da, da ist er. Komm her. War's das? Oh, okay, das war's. Puh. Ja, wenn man so einen Generator hier anschmeißen, dann kommt die Hexe. Die hat was gegen Generatoren. Die sind nicht umweltfreundlich. Die Biohexe. Ich wusste es. Haben wir schon in der letzten Folge rausgefunden. Wenn ich den Müll wegsammle, dann ist sie froh. Alter, irgendjemand schmeißt hier mit Eicheln oder sowas. Was soll denn das? Wo ist der Hund? So, Junge, du kriegst jetzt erstmal einen schönen... Du kriegst ein Haustier von mir. Yeah, good dog. Das ist... Warum macht der das mit dem Ohr? Macht man das so jetzt mal im Ernst? Macht man das so mit Hunden? Ist das nicht... Tut das nicht weh? Scheiße, ist jetzt das Licht durchgebrannt. Komm! Wo ist der Hund? Komm her, Boy. Ich glaube, Ike ist es auch schon aufgefallen. Ich sage das anscheinend oft. Fuses. Go figure. Natürlich. Die Spule nehmen wir raus. Da brauchen wir eine frische... Scheiße. Ja, dieses Worst-Case-Szenario will ich aber überhaupt nicht heraufbeschwören. Wo ist der Hund? Tut mir leid, Freunde, aber wo ist der Hund? Das ist immer wichtig. Wo ist der Hund? Aber ich bin echt froh, dass der Bullet bei mir ist. Ohne Scheiß, das lindert's schon ziemlich. Stellt euch mal vor, wir wären hier alleine. Holy shit. Allein mit meinem Gequatsche. Psychologisches Gutachten. Oh, das klingt ja schon mal gut. Unlesbar. Hintergründige Zusammenfassung und Grund für die Zuweisung. Patient wurde von seinen Eltern aufgrund von extremen Panikattacken, Schlaflosigkeit und Schlafwandlerei als Folge eines traumatischen Erlebnisses zugewiesen. Hund, ist alles in Ordnung?
Ich empfehle 3 therapeutische Sitzungen pro Woche. Während eines einleitenden Gesprächs konnte ich folgende Erkenntnisse erringen. Der Patient verweigert aktiv jegliche Erinnerungen an das Ereignis. Seit dem Trauma ist er von lebhaften Albträumen geplagt. Offenbar eine Art verarbeitende Reaktion des Körpers. Er legt hinsichtlich des Ereignisses emotionale Abgestumpftheit, irrationale Aggressivität sowie Verfremdung an den Tag. Er macht generell einen sehr nervösen Gesamteindruck, was möglicherweise auf eine bisher nicht genauer diagnostizierte Angstneurose zurückzuführen ist. Okay. Und noch eine schöne Zeichnung dazu. Wieder von diesem komischen Hirsch. Aber um wen geht es denn da? Geht es um uns? Sind wir das? Das könnten wir sein. Wir haben ja auch diese Angst, Panikattacken auf jeden Fall. Schlaflosigkeit weiß ich jetzt nicht. Mal hier den Weg hoch. Lassen wir mal die Sicherung sein. Ist vielleicht sicherer so. So, wo ist der Hund? Bullet! Bullet, komm! Ich meine, Hund, komm! Nicht, dass ich dich brauchen würde. Oh, eine Schnitzerei. Scheiße, da fehlt mir ja schon eine. Da muss ich direkt nachgucken, ob ich jetzt noch in der Reihenfolge bin. Figur Nummer 6. Puh, scheiße, ich habe eine Figur nicht. Ich hoffe, oh mein Gott. Ich hoffe, die Figuren sind nicht für die Menschen irgendwie, die da entführt worden sind oder ja, halt verschwunden sind. Und dass ich die mit den Figuren rette oder so. Dann habe ich einen nicht gerettet. Das würde mir immens leid tun. Hundi? Ich erwarte immer, dass mich irgendwas anspringt, so Jumpscare-mäßig, aber das passiert einfach nicht. Ich sehe doch hier ein Schnürchen, Freunde. Bullet, pass auf! Vielleicht ist das eine Falle. Ich will da nicht... Oh, okay, passiert nichts. Ich dachte, jetzt reißen wir alles ein oder so. Spielende. Hund? Komm, hier. Du kriegst erstmal eine Streicheleinheit. Komm. Good boy. Es krabbelt doch. Jetzt laufe ich doch wieder zurück, oder? Oder auch nicht. Und ich will nicht wissen, was ich jetzt auf dem Weg schon wieder übersehen habe. Nee, hier ist diese... Hä? Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Verdäm mich nochmal. Was passiert eigentlich, wenn wir tiefer in den Wald reingehen? Ist das gefährlich? Ich weiß nicht. Ja, Freunde, wir wissen, was passiert. Wir wissen, was passiert. Es gibt kein Entkommen. Camp B. Hä, oder bin ich jetzt... Oder bin ich jetzt einfach zurückgelatscht? Oh Mann, Freunde. Sag mal, sind das deine Füße, die so Geräusche machen? So, hier ist die Spur. Okay, wir gehen jetzt nochmal da lang. Ich habe anscheinend einiges übersehen. Aber so kennt man ihn, den Ruckel.
So, wir können jetzt hier lang gehen. Wir können aber auch mal hier gucken. Komme ich da rüber? Ich komme da nicht rüber. Doch, ich komme da rüber. Okay, hier glaube ich nicht. So, wo laufe ich denn jetzt hier gerade lang? Nee, das ist der Weg, den sind wir schon gegangen. Da kann ich nicht weiter. Hier auch nicht so richtig. Wir müssen den Weg doch gehen. So, dann gehe ich da jetzt nochmal lang. In der Aufregung bin ich den falschen Weg gegangen, Freunde, oder habe irgendwas übersehen. Verzeiht es mir bitte, Freunde, aber man hat da wirklich nur diesen kleinen Lichtkegel. Dann kommen auch noch diese Geräusche dazu. So. Das klingt immer komisch, als würden echt irgendwie so Züge vorbeifahren. Ich denn jetzt schon wieder übersehen? Geht doch auch nicht mehr. Hier muss doch auch irgendwo dieses Ventil sein. Ich würde ja ganz gern mal die... Oh, Hund! Hund, du Arschloch! Ich hab mich so erschrocken gerade. Gesundheit übrigens. Da war der Jumpscare. Jetzt kommen wir wieder zurück. Ich verstehe es nicht. Muss ich vielleicht an dieser... Ja, komm. Muss ich hier vielleicht irgendwie irgendwas anderes noch machen? Vielleicht kann der Hund irgendwas suchen. Aber so wie ich ihn kenne, kann er das nicht. Hat er was? Oh. Oh, verdammt! Komm schon, such! Der findet nichts. Na toll, ey. Komm mit, Junge. Hier liegt auch nichts. Ich habe aber auch nichts im Inventar, glaube ich. Und das würde er ja dann automatisch ranmachen. Wenn ich was hätte. Jetzt laufe ich hier zum dritten Mal lang. Hund! Wo ist der Hund? Hund! Na, aber kommst du jetzt? Steckt der irgendwo fest oder was? Was machst du denn da? Oh, verdammt. Wie bist du denn da hingekommen? Ist hier irgendwas? Oh, hier ist ein Weg. Sehr gut, Hund. Sehr gut. Komm! Oder gehe ich jetzt... Gehe ich jetzt wieder raus einfach? Also... In den Wald rein? Bullet. Oder hat er irgendwas... Come here, boy. Heal. Ist denn, sag mal? Ich... Bullet! See if you can find something, buddy.
drunter? Boah, dieser Kegel von der Taschenlampe ist aber auch so erbärmlich klein, ne? Aber ihr habt ja gesehen, es bringt nicht wirklich was, wenn man jetzt das Bild einfach heller macht. Das sieht einfach nur scheiße aus dann. Hä? Warum steht denn der Hund jetzt da? Was ist denn hier? Hier ist doch nix. Muss mal gestreichelt werden oder was? Gehaustiert. Yeah, good dog. Oh. Ich glaube, dadurch, dass wir den jetzt so oft gestreichelt haben. Der bleibt da sitzen. Da muss irgendwas sein. Aber was denn? Hier ist eine Schaufel. Nimm doch die Schaufel mit, Junge. Oder irgendwas. Da sitzen. Ich weiß nicht warum. Ich habe es mir jetzt tatsächlich mal ein bisschen heller gemacht und bin nochmal den Weg abgelaufen. Den Weg, den wir ganz zu Anfang schon gelaufen sind. Und da habe ich etwas gesehen, Freunde. Wir gehen jetzt den Weg einfach nochmal hoch. So, hier drunter durch. Wenn man das Ganze heller macht, sieht zwar das Schwarz, finde ich, ziemlich... Ja, das sieht halt so komisch, sieht halt so erhellt aus, aber nicht, ich weiß nicht, ich fände es cooler, wenn man den Taschenlampenpegel hätte vergrößern können oder so. Naja, ist aber auch egal. Man sieht auf jeden Fall tatsächlich ein bisschen mehr. Und, jetzt bin ich schon, glaube ich, nein, ich bin richtig. Hier, diese zwei Balken sind mir gar nicht aufgefallen. Und hier geht es dann nämlich noch höher. Aha. Und da kommen wir irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Hier ist auf jeden Fall was. Der Bullet ist jetzt noch unten. Ich weiß gar nicht, ob das ein Fehler war. Ich glaube, ich gehe nicht weiter ohne den Hund. Tut mir leid, Freunde, da bin ich ein Schisser. Also der Bullet, auch wenn er uns verarscht hat, der ist ja trotzdem lieber, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ich weiß aber echt, ich... Ich glaube irgendwie, dass der da nicht ohne Grund hockt. Vielleicht müssen wir da später hin, Freunde. Vielleicht ist da jetzt noch nichts. So. Ich lasse es jetzt einfach mal auf der Helligkeit. Man sieht auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja, verdammt jetzt. Holy moly. Okay, hier dann. So, pass auf. Komm mit. Hallo. Komm jetzt mit, Junge. Nein, du kommst jetzt mit. Der Hund steckt fest. Oder wie? Komm. Nee, jetzt geht's wieder. Alles klar. Hund ist da, wunderbar. Kann's jetzt weitergehen. Oh Mann. Freunde. Kann sein, dass die Musik ein bisschen laut ist. Alter, wie oft ich hier was rumstelle und einstelle. Und nein, hier bin ich falsch. Audio. Ja, die Musik ist ja auch ganz laut. Die machen wir mal ein bisschen leiser. Die dröhnt mir nämlich ganz schön in mein Öhrchen. Und das muss ja nicht sein. So. Da geht's auf jeden Fall hoch. Junge, Junge, ich dachte letzte Folge schon, ich hab den... Die Geräusche hier, holy moly. Ist nur der Hund, ist nur der Hund. So, jetzt geht's hier weiter. Da haben wir unser Ventil. Können wir jetzt, ich will jetzt, ich glaube, jetzt wird der Rückweg echt nicht mehr so einfach. Was ist hier? Hier liegt noch was.
Als ich die Kamera dieses alten Narren an mich nahm, war sie voll sinnlosem Geplapper. Doch ich sah es. Ich erkannte ihr wahres Potenzial. Mit ihr kann ich in die Dunkelheit blicken und die Monster sehen, ohne selbst gesehen zu werden. Mit ihr kann ich Dinge sehen, die meinem bloßen Auge entgehen. Also die Nachtsicht ist, glaube ich, das, wovon er redet. Und ich kann mit ihr auf Dinge zurückblicken, die ich bereits getan habe. Sie lässt nicht zu, dass ich meine Taten jemals vergesse. Yippie, das klingt doch schon mal prima. Das ist noch eine Hundemarke. Forrest Keith B. Methodist. Was ist ein Methodist? Habe ich noch nie gehört. Ist das wieder eine komische Übersetzung? Okay, war nur die Pflanzen. Kann ich hier vielleicht irgendwo was rausnehmen? Ich glaube, wir können das gar nicht reparieren. Ich, ganz kurz, Freunde, ich schalte schon mal die Nachtsicht ein. Weil er jetzt gerade davon gesprochen hatte. Irgendwelche Monster hier? Hier ist noch ein Karren. Da muss ich nochmal die Taschenlampe zücken. Aber nichts weiter sonst. Okay, ich mache wieder die Nachtsicht. Jetzt muss ich nur noch einen Rückweg finden. Ah ja, da. Da geht's zurück. Das ist immer so, wenn du irgendwas eingesammelt hast und dann der Rückweg. Das ist immer tückisch, Freunde. Tückisch. Holy shit, ey. Ich habe so Angst, dass jederzeit hier irgendwas aus dem Gebüsch springt. Zumindest ist der Bildschirm jetzt kleiner. Aber es kommt nichts. Es kommt die ganze Zeit nichts. Du erwartest immer das Heftigste, aber es passiert eigentlich nichts. In dem Sinne. Knarzt und knistert hier das Bild. Wo ist der Hund? Da. Holy shit, ey. Oh mein Gott, ich... Alles gut, wir sind gleich da, Freunde. Einfach nur zurückgehen. Und es passiert nichts! Es passiert nichts! Da blinkt's am Horizont. Der kann irgendwie auch nicht schneller gehen mit der Kamera so. Es krabbelt hier überall. So, ich mach mal wieder die Taschenlampe an. Halt, hier kommen wir nicht durch. Camp B. Hä? Müssen wir hier lang? Keine Fahrräder. Wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Können wir uns auch nichts rausdrehen oder so? Oh, das ist der Hund, ey. Beunruhigend.
Ah, okay, ich glaube, hier sind wir wieder. Ja, hier sind wir wieder beim Camp A angelangt. Du, ich habe jetzt alles. Ich kann die Taschenlampe ausmachen. Geräusche. So. Zack. Und zack. Und im grünen Bereich muss das sein. Ja, ja. Ja, ja. So ist gut. So ist gut. Gegensteuern. Gegensteuern. Das funktioniert. Das funktioniert, Freunde. Links neben mir. Der Balken bewegt sich. Wir haben ihn gleich weg. Und dann passiert irgendwas. 100 pro. Komm, komm, komm. Zieh, 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 zieh. Gleich ist der Balken weg. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Und es passiert nichts. Das kann's doch nicht sein. Naja, weiter geht's, Freunde. Bremse, mach mal los. Volle Power. Wir können jetzt auch... Können wir jetzt eigentlich auch langsamer fahren? Nee, wir können nur anhalten. Nee, wir machen volle Power. Wir machen volle Power, Freunde. Hundi, du passt hinten auf, ja? Ich pass vorne auf. Alles okay, Hundi? Es passiert nichts. Es passiert nichts. Wir fahren einfach nur. Keine Monster. Keine Jumpscares. Ich meine, ich finde es gut. Ja, ich finde es gut, aber... Sommel. Okay, wir fahren einfach mittendurch. Hundi? Alles gut? Ja, das sagst du so. Das hoffe ich auch. Ich bete. Oh, shit. Oh, fuck. No, don't stop now. Warten, warten, warten. Just a little further. Komm, 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 zieh, 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 Junge. Oh Gott, wir werden getroffen von den Dingern. Ah, verdammt. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Niemals. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann leider nicht schneller. Just a little further. Ja, ja, komm, komm. Zieh. Wo ist der Hund? Da ist der Hund. Oh, 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 oh. Neuer Level geladen. Wo ist der Hund? Der Hund ist auch da. Ich bin ganz cool geblieben. Alles in Ordnung.
Oh, ich hab wieder Empfang. Und es ist wieder hell. Gott sei Dank ist es wieder hell.